im beschaulichen Freiburg diese Tage hat es einen Autobrand gegeben, oder vielmehr zwei. Davon war ja auch einer Ihrer Spieler betroffen. Wie war so Ihre erste Reaktion darauf? Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe gestern Abend von meiner Lebenspartnerin oder Frau erfahre, dass ein Spieler von uns Auto abbrannt ist. Ich habe es nicht gewusst. Also Sie meinen jetzt den Georg? Ja, ja. Das habe ich gestern Abend erfahren. Ich habe keine Zeitung gelesen gehabt. Und der Georg hat nichts zu mir gesagt, weil wir 2,5 Stunden nichts anderes gemacht haben als... Und deshalb hat der Georg das nicht für nötig gefunden, mir das zu sagen, was ich total nachvollziehen kann. Ich hätte es auch nicht gesagt. Meinem Trainer. Weil ich es abends gehört habe, was ging durch Ihren Kopf? Nix. Gar nichts? Nein. Weil ich keine Ressource mehr habe, um ein Auto, wo abbrennt und wenn jemandem was passiert ist, mir der Gedanke zu machen. Ich habe schauen müssen, dass ich abschalten kann am Abend, um gut zu schlafen. Weil ich habe viele andere Probleme. Ich kann mich tatsächlich in dem Fall nicht um ein abbrennendes Auto kümmern.